Fischer, ich habe hier eine Anfrage von Francis Cohen. Was will sie denn? Sie hat wohl schon über einen längeren Zeitraum ohne Erfolg versucht, jemanden in das Badehaus einzuschleusen. Sie will die Telefone abhören, um mehr über die roten Nischen herauszubekommen. Das Licht ist kaputt. Was meinst du damit? Lichter gehen von alleine kaputt, weißt du? Nun gut, war wohl nichts. Bin ich mir aber sicher. Alles okay? Was ist los? Was treibst du hier? Oh Mann! Wir sollen die DSL-Verbindung überprüfen, um sicherzustellen, dass es keine Interferenzen gibt. Warum? Will Shetland sich ein Netzwerk aufbauen? Ja! Es geht um etwas, das er Subnetz nennt. Ein mobiles, drahtloses Netzwerk, das zwischen den regulären Funkfrequenzen liegt. Ist nahezu unmöglich, es anzuzapfen. Danke für deine Mitarbeit. Kein Problem. Oh, hier stinkt. Nur noch mal zur Erinnerung, Sam. In dem Badehaus sind einige Zivilisten. Du darfst auf keinen Fall, ich wiederhole, auf keinen Fall einen Zivilisten töten. Wird vorsichtig sein. Sei bitte mehr als nur vorsichtig. Sei eher so wie Gandhi. Geht klar, Sir. Genau. Ja. Okay. 7 Ende. So. Machen wir das auf die elegante Art und Weise. Du gibst mir ein paar vernünftige Informationen und im Gegenzug lasse ich dich am Leben. Klingt mehr als fair. Was wollen Sie von mir hören? Wie viele Männer sind hier vor Ort? Oh, nun, ich habe keine Ahnung. Shetland hat uns wie einen Flashmob mobilisiert. Wir waren über ganz Tokio verstreut. Dann kam der Anruf und jeder hat seinen Teil des Plans bekommen. Interessant. Meine Aufgabe bestand nur darin, hierher zu kommen und diese Ebene zu sichern. Ich weiß nicht einmal, wo die anderen stecken. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele es sind. Jeder von uns hat eine untergeordnete Aufgabe, wie zum Beispiel diese Ebene zu sichern. Diese Regel- und Aufgabenverteilung hat den Vorteil, dass niemand von uns die Details der jeweiligen Mission kennen muss. Diese Jungs sehen mir nicht gerade japanisch aus. Die Anzüge sind an den Schultern besonders weit geschnitten. Die sind bewaffnet. Ja, schätze, die arbeiten für Displays. Sie versuchen vermutlich kein Aufsehen zu erregen. Ergibt Sinn. Dark hat ein Gespür dafür, wann man diskret sein sollte. Wer ist da? Fischer,
Wir müssen herausfinden, mit wem sich Shetland trifft. Du musst in die privaten Büros gehen. Geh die Treppe hoch und versuch es nördlich von deiner Position hinter dem Empfang. Schon unterwegs. Wer ist da? Da war doch etwas. Nichts hier, außer Geister und Schatten. Verdammt, ich könnte schwören, dass ich da etwas gesehen habe. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast, aber du kommst besser da raus. Wenn du schön brav bist, gibt's auch kein Aua. Wer? Was? Sag mir alles, was du über den Bereich weißt, den du hier sicherst. Naja, aber die Lobby und nie. Die oberen Büros sind nördlich von hier. Die Bäder befinden sich südlich. Wow. Du hast ja wirklich gar kein Rückgrat, Mann. Ja, ich weiß. Keine Spur. Viele Leute haben mir schon gesagt, dass ich zu jedem zu nett bin. Vielleicht lassen die mich deshalb nie allein aufwache. In der Küche ist auch noch Sake. Gutes Zeug. Ich bin nicht gerade der beste Söldner, was? Seltsames Geräusch. Nein! Typisch. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? So leicht bekommt er mich nicht. We're on the 16th fairway with about 200 yards to the pin. He's currently 300, two behind the leader. This is a very tricky shot with the water in front and to the right of the green. And he's wisely taking his time, deciding on just the right club. And it looks like he's going to lay up. Looks like a 7-iron. And here it is. Here is the perfect distance. Just to the left of the green. An easy chip from here, the short one from a nice safe putt. Now, he can't afford to fall any further behind the leader. Missed. Our leader with a two-shot lead, he has a difficult 40-footer for a birdie, and if he makes this, he really puts the pressure on the rest of the field. Aus dem Weg. Ich gehe jetzt rein. Right at it. Oh, zurücktreten. Lifted a ticket for par, and now he has to wait in the clubhouse to watch the rest of the tournament. Thank you.
Wir haben's. Shetlands Meeting findet in Kürze im privaten Badebereich auf der Rückseite des Badehauses statt. Mit wem trifft er sich? So wie es aussieht, sind die Jungs von den roten Nishin. Cohen hatte recht. Der Besitzer des Badehauses hat beste Verbindungen zur japanischen Unterwelt. Fischer, die beiden gehören nicht zu Displays. Sie sehen mir ganz nach Angehörigen von Otomos Truppe aus. Was wollen die denn hier? Vielleicht haben die roten Nishin Shetland Jan Otomos Leute verpfiffen. Beeil dich und hör das Meeting ab, bevor uns die Japaner in die Quere kommen. Können wir die irgendwie zurückpfeifen? Ich werde sofort Admiral Otomo anrufen und sicherstellen, dass ein Zugriff nur gemeinsam und koordiniert erfolgt. Hält der uns für Amateure? Was machst du denn hier so ganz alleine? Oh Gott, bitte! Was befindet sich hinter den Umkleideräumen? Der Korridor. Rechts sind die öffentlichen Bäder, links ist der Pool. Der Pool wird leider derzeit repariert. Danke für die Info. Aber ich hatte eigentlich nicht vor zu schwimmen. Die Bäder werden streng bewacht. Der Pool. Keine Ahnung, ob da jemand drin ist. Schon besser. Bitte. Ich habe in Umkleidekabinen schon immer Angst gehabt, seit ich ein kleiner Junge war. Töten Sie mich, wenn Sie wollen. Aber hauen Sie mich bitte nicht mit einem nassen Handtuch. Dabei kann man sich nämlich ein Auge ausschlagen. Thank you.
ist nichts. Nichts. Aber was ist das? Vergiss einfach, was passiert ist. Was zum Teufel geht hier vor? Könnte schwören, dass da was war. Mann, du machst mich ganz irre. Nicht gut. Was geht hier vor? Falle? Glaubt der Typ etwa, dass er es mit Amateuren zu tun hat? Was machst du hier? Ha, was machen Sie denn hier? Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich halte gerade ein Messer an deine Kehle. Meine Haut ist hart wie Stahl. Ich habe keine Angst. Ich bin ein roter Nishin. Was? Du bist ein Mitglied der roten Nishin? Niemand würde es jemals wagen, mir etwas anzutun. Wenn mir jemand etwas tut, wird seine ganze Familie auf die Qual... Ah, okay. Bla, bla, bla. Aber erklär mir bitte mal eins. Was bedeutet roter Nishin eigentlich? Nishin? Das ist ein Fisch. Ach, ein kleiner silberner Fisch. Eingelegt, einfach köstlich. Meinst du etwa einen Hering? Ja, ja. Ich kann Feuer speien. Was? Hält er uns für Amateure? Was ist das? Bloß weg hier!
So leicht bekommt er mich nicht. Gute Arbeit, Fischer. Das war die erste Telefonleitung. Versuch auch die anderen anzuzapfen. Was ist denn mit dem Licht? Ich glaube, da hinten läuft jemand. Da draußen. Ich glaube, da hinten. Ich bin mir sicher, dass ich etwas gesehen habe. Schon wieder? Jetzt bin ich sicher, dass hier irgendwas nicht stimmt. Verdammt! Er ist tot! Lambert, Otomos Leute sind hier. Wollen die eingreifen? Ist sauber. Keine Ahnung. Ich habe Otomo noch nicht erreichen können. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Ja. Sekunde, warte mal. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir alles gesichert haben. Verdammt, Lambert. Wir sind nicht hier, um Shetland auszuschalten. Sie treffen sich mit ihm. Sie sind seine Partner. Oh mein Gott. Bleib da. Wir müssen unbedingt noch mehr erfahren, bevor ich das meinen Vorgesetzten melde. Wir werden Ihnen nicht durch Tokio hinterherlaufen. Ganz ruhig, Kaneda. Ich lade Sie einfach runter und brenne Sie Ihnen. Ha,
Halten Sie mich für einen Narren? Sie sind doch nicht so dumm, sie über ein öffentliches Netz runterzuladen. Was haben Sie vor? Ich sagte doch schon ganz ruhig. Sie haben recht. So dumm bin ich nicht. Meine Männer haben ein Subnetz eingerichtet. Absolut sicher und kabellos. Unabhängig vom Web. Setzen Sie sich. In 4 Minuten haben Sie Ihre Algorithmen. Aufhören! Lambert! Lass sie, Fischer. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Wir sammeln nachher das auf, was die Jungs voneinander übrig gelassen haben. Sie fangen jetzt mit diesem Ehre-Zeugs an, um von ihren Lügen abzulenken. Soll ich auf dem Konto nachsehen oder sollen wir aufeinander schießen? Kaneda! Tetsuo! Nein! 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 Bitte! Wir finden sicher eine Lösung! Wir befinden uns auf dem Rückmarsch. Der Hubschrauber ist auf dem Weg. Gut. Sichert das Gebiet. Hier darf niemand durch. Jawohl, Sir. Ich bin Fischer. Ja, ja, ich weiß. Erledige Shetland. Gute Idee, Fischer. Es scheint, dass Shetland Sarkesis unendliche Code-Routine dazu verwendet, Algorithmen zu erzeugen, indem er seinen Männern für eine große Distanz Befehle übergibt. Warum tut er das? Wow, das ist... Shetland scheint nur noch ein übergeordnetes Ziel auswählen zu müssen. Er gibt seine Software, Aufgabenhäppchen zu verteilen und das für seine Männer zu schicken. Dann schauen wir also all seine Leute raus, um die Dinge in ihre Aufgabe ohne Verlust zu wissen, welchen Zweck das Ganze hat. Da drüben! Verstanden! Wir gehen raus! Wir haben dich! Leg einfach die Waffe weg und... Ich bin mir sicher, dass die Kerze vorhin noch gebrannt hat. Ich weiß, dass er hier irgendwo ist. Wir werden ihn finden. Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen, wenn er uns findet. Er könnte überall sein. Sei leise. Ich bin leise. Auf den Boden! Rückzug, Rückzug! Einstellen, Männer! Den Bastard fertig. Wo ist der hin? Wir werden etwas anderes versuchen. Das hat doch keinen Sinn, Sam. Du weißt ja nicht einmal, was du machen würdest, wenn du mich fängst. Warum verfolgst du mich überhaupt? Oh Mann, Fischer! Shetland hat bei der Heizungsanlage Sprengladungen gelegt. Du musst sie schleunigst finden. Beeile dich! Das bekommt keiner mehr. Pissen und Lambert haben dich um den Finger gewickelt, Fischer. Du bist nur eine Waffe für sie.
böse Politik gemacht, Sam. Geh. Lauf einfach weg. Es muss nicht so enden, Sam. Nein, aber es muss enden. Da sind wir uns also einig. Jetzt haben wir unser ganzes Leben lang ihre schmutzigen kleinen Kriege geführt. Und nun sieh uns an. Wir bedrohen uns gegenseitig. Nichts hat sich geändert, Fischer. Es wird sich nie etwas ändern. Wir müssen neu anfangen. Ganz von vorn. Ist das deine persönliche Chaos-Theorie? Wir stürzen die Welt in den Krieg, nur um zu sehen, wer siegt? Es wird eine bessere Welt. Dieser Krieg wird alles verändern, Sam. In anderen Kriegen geht es immer nur darum, die Dinge beim Alten zu lassen. Aber das funktioniert nicht mehr. Amerika ist krank, Sam. Politiker, Bürokraten, alle treiben sie ihre abgekaterten Spielchen. Das Land hängt an der Herz-Lungen-Maschine und ist doch schon lange tot. Die einzigen abgekarteten Spielchen in letzter Zeit gingen auf dein Konto. Du bist ein Mörder und Kriegsverbrecher. Sam, du nennst mich nur so, weil der Staat keine anderen Worte für einen Revolutionär hat. Du kennst die Wahrheit. Die Welt wurde von den kleinen Leuten erschaffen, nicht umgekehrt. Mut, Treue, diese Tugenden schenkt uns nicht die Welt. Wir schenken sie ihr und wir erschaffen sie dadurch. Ich weiß, dass du diesen Werten mehr vertraust als jede Regierung. Und ich weiß, dass du nie einen alten Freund erschießen würdest. Hattest recht, Doug. Einen alten Freund würde ich nicht erschießen.